Scheiße auf den Tod. Oh, weia. Boah. Hey. Gott. Ja, Mann! Der schreit rum. Der schreit rum wie sonst mehr, Alter. Bäm, Junge. Geilstes Tor. Scheiße. Geil. Herzlichst willkommen zu einer neuen Folge Pro Clubs und wir haben wieder einige mit am Start, die helfen, dass wir gewinnen. Nämlich einmal den Basti im Sturm. Hallo. Den Pascal auch im Sturm. Hallo. Und wir haben natürlich auch einen, der hinten die Kiste sauber hält, nämlich unseren Patrick. Hallo. Basti ist der, der ganz komisch aussieht und am Ball ist. Und nicht abspielt. Ja, pass auf, der hat jetzt gleich das Foto raus und trifft. Oh. Du spielst mit CPUs. Du hast... Ich hab aus Versehen nicht alle genommen. Fängt aber es ist nicht weiter an. Schlimm. Es ist aber nicht weiter schlimm, weil wir werden auch so gewinnen. Richtig, es drückt bitte nicht unbedingt jeder Pass. Okay, weil... Pass. Ich spam passen, wenn es nicht ausmacht, ne? Ja, kannst du. Meinetwegen. Nee, das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Ja, also ich lasse mich sehr gerne vom Rücken der Abwehr schicken. Ja, super, die stolpern sich gegenseitig weg. Na, Pascal, warst du aufgeregt oder was? Ja. Dieses halt gerade aufgeregt, Alter. Bring mich um. Oh, schade. Und das ist halt der Vorteil bei CPUs, die greifen nicht wirklich an. Aber, wie gesagt, bei uns dann auch nicht. Das heißt, ich krieg mehr aufs Tor, ne? Oh nein. Die machen uns jetzt kaputt, Alter, glaub's mir. Bitte? Ja, schade. Abschieds. Ja. Was steht denn da so ein scheiß CPU, Alter? Sachen machen. Welche Sachen meinst du, hä? Jetzt wollte ich mich gerade schicken lassen. So, oh ja. Oh, und unser Stürmer. Nein! Und ich bin nicht gut gelaufen. Ja, ich konnte mich nicht schießt den armen Gegner-Tor doch noch mehr in die Eier, Alter. Der arme Kerl. Ich verstehe das mit dem Anbieten nicht, mit dem System irgendwie. Komme ich den Ball nicht, wenn ich mich anbiete. Aber ich biete mich doch immer gut an, oh mein Gott. Ach, schade. Aber es ist nicht schlimm, ich weiß, wie das Anbieten funktioniert. Also das ist voll unterschiedlich zwischen euch und zwischen den anderen, Alter. Bei den anderen gewinnen wir meistens 3-4-0 immer, bei hier, Alter. Also sagen wir so, die machen sich nämlich jede Chance rein. Ja, wie gesagt, es kommt halt drauf an, mit wie vielen du auch spielst, ne? Naja. Also vorhin in dem Spiel hatte Jan... Naja. Ich hatte gute Chancen und ich war auch gar nicht so schlecht. Richtig. Oh, schön. Ja, der hätte jetzt lieber mal aufgenommen, ne? Ich hab auch einen Elfmeter reingemacht. Ein... Aber was ein Ding. Ja, was ein Elfmeter. Ohne Spaß. Einen Elfmeter reingemacht, Junge, Alter. Das hab ich blind. Aber nicht so. Nee, nicht so, wie ich ihn gemacht hab. Wieso, wie hast du gemacht? Rechts oben, Lattenkreuz, aber ist noch reingegangen. Ja, aber wie er reingegangen ist. Ja, er ist doch erst auf der Linie aufgeschlagen und erst mal zum anderen Pfosten gerollt. Ja. Oh Gott, Alter, jetzt hätte ich mich schreiben. Oh Gott. Wie gesagt, das ist halt mit CPU ein ziemlich langweiliges Spiel. Ach, das geht. Früher habe ich immer mit CPUs gespielt. Ja. Aber man muss wirklich sagen, es ist anders. Wirklich nicht so ein schnelles Spiel dann. Ja, weil ich halt auch auf Tempo spiele, ne? Der Torwart schläft schon ein.
Och, so ein Arschloch. Gestrecktes Bein, glatte Rot. Ja, ist wirklich so. Paul. Gelb. Basti. Oh, was? Elfmeter. Naja, hätte man das nicht schreiben, Alter. Meins. Bob. Den gebe ich nicht mehr. Nö, nö, verrat mich jetzt. Na, schade. Aus. Aber Pascal, ne, ich habe jetzt so lange Torwart gespielt, ne, ich kann draußen nicht mehr spielen, ne? Gut. Das geht nicht. Die lieber zu einem CPU, wie dass du unbedingt uns suchst, weil die auch die CPUs können passen. Du musst nur wissen, wann du drücken musst. Weil wenn du dich lang schickst, muss genug Platz sein, weil die legen sich dann den Ball sehr weit vorne. Also sehr weit nach vorne. Und dann sind die meisten Ballverluste. Abseits. Abseits, ja. Ups, ich hab passend gedrückt. Ups. Jan? Ich schaue aus dem Tod. Oh, weia. Oh, hey. Gott. Ja, Mann! Der schreit rum. Der schreit rum wie sonst wer, Alter. Bam, Junge! Ding. Geilstes Tor! Scheiße. Geil. Danke, Pascal, für die gute Vorlage. Ja, gute Vorlage. Komm. Guck mal, das Tor war doch Glück von. Ich hätte lieber selber gemacht. Also, ich hätte es auch gern gemacht, ne? Ich hätte es ja auch gern gemacht, also. Na, ich hätte links oben den Winkel gepfeffert. Ja, so schnell führt man mal. Jupp. Ah, grrr. Basti, geh auf deine Position. Dürfen wir jetzt nicht übermütig werden. Basti ist die ganze Zeit schon übermütig, ey. Jo, klar, die Mungs, ich krieg gar nicht bald, Alter. Junge. Ah, schade. Deswegen hasse ich es, mit so vielen Leuten CPUs zu spielen, weil jeder drauf drückt. Ja. Ist wirklich so. Oh Gott, bring mich um, Alter. Ich stelle mich jetzt gleich auf den Torninio Wart einfach. Da wird mein Spieler übermütig. Passt doch schon mit der Hacke. Ja, gut, aber sieht doch ganz gut aus. Ja. 1-0 zur Halbzeit durch eine grandiose Vorlage von Pascal. Jetzt noch zwei danach nicht zufrieden. Irgendwie ist er auf jeden Fall zu mir abgeprallt und das war ja, mein sehr Dickschädel. Schön. Stellungsspiel sah bei mir sehr, sehr gut aus. Und dadurch ist er schlussendlich reingegangen. Stellungsspiel und Glück. Ach, Glück. Ach. Das war kein Glück, Junge, das war. Ja, ist so. Das war noch mehr wie Glück, ey. Das war die Jannische Formel. Ja, genau. Das war gerade wie auf dem Bolzplatz. Einfach auf den Ball rennen. Abseits sein. Schade. Ach, scheiß Bus. Ohohoho. Macht doch was aus eurem Ball. Ja, ich renn gleich mit vor und mach's alleine, Alter. So schwer ist es nicht. Weißt du, dass es so schwer nicht ist? Ja, mach was. Ja, wenn ich einen Ball kriegen würde.
Weil alleine durchdrücken ist auch nicht so schwer, ne? Ja, gut, es kommt drauf an. CPU ist das manchmal, kann das echt nervig werden. Du musst nur wissen, wie du die spielst. Dann geht's ja, schon richtig. Easy. Gott. Das ist nicht wahr jetzt. Jetzt habe ich einen Ball. Oh. Hang yourself. Yo, mach das Recht echt komplett frei. Komm, schieß doch endlich. Ist unglaublich. Hallo, endlich. Oh, Alter. Den hat er voll drauf gezogen. Das war aber abseits, oder? Ja. Aber hast du gesehen, wie ich springen kann, Alter? Bist du gerade auf traditionell oder akrobatisch? Akrobatisch. Wegen? Nur so. Ich weiß sowieso nicht, was der Unterschied ist, aber ich wollte einfach nur mal fragen. Bei akrobatisch, ja, da hast du halt ein besseres Stellenspiel und bessere Fangsicherheit. Und bei akrobatisch bist du halt stark und hechten. Und deine Reflexe. Stark, Pascal. Oh! Ja, eingeleitet von mir, Mann. Ja, der war stark. Ich hab schon gedacht, du warst wieder alleine. Nee. Ausnahme, ne? Also sehr schön im Angesehen, obwohl es ein CPU war, aber. Ja, 2-0. Kann sich sehen lassen, ne? Henry, das war gut. Henry, super. Pass mal nach hinten, ich will den Ball. Ja, wieso nimmst du den? Alter, bis du Krückstock aus dem Arsch kommst, ne? Wollte eigentlich gerade sagen, dass du ihn nicht nehmen sollst, aber. Also. Super, den hast du. Nicht. Ah, starke Leistung. Tor zeigt mir, wer sein Bestes. Das Spiel machen wir 2-0 zu Ende. Nee. Doch. Ich mache ein Eigentor. So wie ich es vorher gemacht habe beim anderen Club, Alter. Nein. Nein, das ist eh die geile Chance, weißt du? Beim anderen Club, ne? Der eine schießt, ich heb, dann kommt Nachschuss, ich heb wieder, ne? Dann haut der das Ding an den Pfosten, ne? Und dann kommt er gegen meinen Rücken und geht so und ich stehe das Eigentor, ne? Was? So, wenn du im Laufen bist und der auf dich wirft, hast du manchmal diese Probleme. Was? Lass mal wegschießen. Oh. Den krieg ich, komm. Ha. Ich hab ihn wegschießen lassen. Ist auch sicher. War auch besser so, ne? Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich gemacht, also. Ja, Mann. Abseits. Basti, siehst du noch wie ein Krückstock, ey. Weil er auch noch die hatte. Der war schön. Hat er nicht. Nee, das heißt, ich hatte erst Nate, aber ist ja egal. Hau drauf, YOLO. Schade. Gott. Schade. So viel dazu, ne? Das waren die einzigen Tore, die ich an diesem Tag wieder schieße. Ich muss das unbedingt in der Aufnahme nochmal zeigen, dass ich es drauf hab. Komm, Basti, jetzt dein Ding. Schade. Vom Tor mehr passen, Junge. Danke, ich mach's die ganze Zeit. Ich meine auch nicht dich. Das war niemand für Spezielles gerichtet. Oh, kein Abseits? Really? Auch gut. Und wie geil! Ich hab nicht gesehen, dass er draußen ist. Ja, und ich wollte gerade sagen, dass er Torwart nicht im Tor stand. Das war ja mal echt ein Distanzschuss-Tor. Aber wo ist dann der Bot-Keeper da, ey? Muah. Aber jetzt, wo ist dann der Bot-Torwart?
Ey, ich, wenn du das. Wenn du das hochlädst und nicht in Angriff, Alter, dann wird das höchstwahrscheinlich wieder ein Tor, das wieder ein Spiel, das ich zu Null schaffe. Ja. Pass auf, und jetzt kannst du nicht gleich zwei Dinger, pass auf. Schön, Ecke. Boah. Ja. Ach komm, ich komm mit vor, dann kann ich uns doch kassieren. Ja. Ah, schade. Wäre nochmal eine schöne Torvorlage für mich. Ja, super, ich hab mir noch überlegt, ob ich in dir klaue und draufballer. Da hab ich mir gedacht, ich wollte eigentlich zu dir passen. Ein Flanken. Ich bin in der Mitte frei. Egal. Ja. Meter? Schade. Nein. Abseits. Ja, das war Knipse knapp. Nee, ich war zu schnell. Elfmeter wäre auch schon zu schön. Warte. Schön. Den krieg ich. Ja, ein bisschen weiter nach rechts lauf. Jo. Aber übertreib's nicht, ne? Abseits, oder? Nee. Hat er dich umgewalzt. War nur ein schlechter Pass. Da kriegt er die voll umgewalzt, ey. Minuten Nachspielzeit, den habe ich nicht. Jetzt habe ich ihn auch nicht. Alex hat angerufen. Ah, okay. Boah, jetzt machst du dann nicht noch so, dass du nachher doch noch einen reinlässt. Nee, das war doch gerade leichtes Zeitspiel. Top! Und 13-0 gewonnen. Sehr schönes Spiel. Durch Abbruch. FC Ruhs Priede. Die hatten 5 Schüsse aufs Tor, wir 13. 7,3 Bewertung. Ich gucke mir nochmal das von den anderen an. 7,7 und 6,3 und oh, Patrick, deine starken 8,8 Bewertung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao.